Gude und herzlich willkommen zurück im Landwirtschaftssimulator 22 hier im Hofgut Velvet. Schön, dass ihr da seid. Wir haben nach der letzten Folge, haben wir ja das Weingut gebaut. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie wir das gesetzt und ein bisschen dekoriert haben. Und jetzt geht's wieder darum, time to make some money. Ja, kann ich nur sagen. Ihr seht, der Händler ist voll. Wir haben jede Menge zu tun. Wir haben Aufträge schon angefangen und beendet. Und jetzt, ja, zeige ich euch nochmal was zum Update. Das Update ist da, der Patch mit dem kostenlosen Content-Update. Und ist euch schon aufgefallen? MotorX Oil of Switzerland ist jetzt neu hier am Shop. Guckt es euch an. Deko-Teile, auch nice. Mir ist noch was aufgefallen, hier hinten steht auch noch ein Oil rum. Warum hier Oil steht, verstehe ich nicht. Ach so, es ist ja eine Tankstelle. Super, voll reingeschissen wieder. Naja, wir haben hier die großen Ansatz. Wo ist mein Traktor? Da ist er. Wir haben den großen Ansatz, den Düngerauftrag angenommen auf der 26. So, jetzt entladen wir nochmal den Dünger und geben die Mission zurück. Also das Equipment. Das war ja nur geliehen. Dann geben wir das zurück und dann kann ich euch mal den Schlachtplan für diese und die nächste Folge erklären. Das schmeckt natürlich. 26.000 Euro abschließen. So. Jetzt könnt ihr sehen, ich habe hier einen Grubberauftrag angenommen, einen Ernteauftrag angenommen und wir werden jetzt noch einen Aussaatauftrag annehmen, aber auch das. Und folgender Plan für heute. Wir müssen uns als allererstes um die Rinder kümmern. Die sind schon saftig, knaftig im Sinne von, denen geht es richtig, richtig gut. Wir haben hier 3.291 Euro im Wert, aber ihr seht, Mischration fast leer. Ja? Da muss wieder Mischration rein. Mischration habe ich schon gekauft, steht am Shop, laden wir auf, bringen wir zum Hof. Die Hühner brauchen auch Futter. Dafür, um es nicht wieder kaufen zu müssen, habe ich den Ernteauftrag angenommen für Sorghum, hier ist auf der 46. Und weil wir uns den Grubber geliehen haben für die Feldanlage auf dem Feld 2, unserem Produktionsgelände, habe ich natürlich den saftig-knaftigen Auftrag für 13.000 Euro vom Mathieu angenommen auf Feld 19. Und das stoßen wir heute alles an. Ich denke, in der nächsten Folge werden wir das dann abschließen. Und dann werden wir am Sonntag, in der Sonntagsfolge mit der Ernte auf den Plantagen anfangen. Dann würde ich sagen, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Let's go. Gut, dann laden wir erstmal auf. Wir haben hier noch den Lader von dem Big Bag Thema. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Maschinen, die mit dem kostenlosen Update ins Spiel gebracht wurden, findet. Ja, so rum, genau. Sprachfehler. Also sehr, sehr gut. Ich habe heute im Stream drüber gesprochen, heute Morgen. Für alle die, die es nicht wissen, ist auch unten in der Videobeschreibung. Ich streame auf Twitch. Und ich finde, es kommen, was so Gott, die sind die riesig. Content nachgeschoben wird von Giants, ist ganz schön Gülle-lastig, oder nicht? Also, wir haben jetzt immer ein Gülle-Fass oder ein Gülle-Selbstfahrer dabei gehabt. Auch cool. Und was für Dinger, also das eine Fass, das Vierachser-Fass, das hat 32 Kubik und kann ein Gestänge
attachen. Mit 30 Meter Arbeitsbreite. Also da geht ordentlich was rein. So. Jetzt laden wir das. Das mit dem Schäfer geht es natürlich easy. Man darf eins nicht vergessen. Das sind 2000 Liter Big Bags. Weil ich finde, die andere Mischration Big Bags... Oh, da sehen wir ja nichts. Die anderen Big Bags, das sind ein bisschen Cheater. Da kosten 1000 Liter 350 Euro. Hier kosten 2000 Liter... also umgerechnet sind es 1400 Euro pro 1000 Liter. So, den stellen wir mal auf Seite. Den brauchen wir vielleicht noch. So, haben wir auch ausgemacht. Sehr gut. So, jetzt schmeißen wir hier. Ist natürlich jetzt ein bisschen unrealistisch. Aber wir müssen ja die Kühe versorgen. Machen die Randale-Leuchte an. Und dann geben wir Stoff. Ja, die Kühe haben nämlich Hunger. Ja, wie ihr merkt, ich habe richtig Bock. Wir werden auch, wie in der ersten Saison, an diesem Ingame-Tag auch noch, mal abgesehen von den ganzen Lohnarbeiten, den Hof so vorbereiten, dass wir den locker 2-3 Monate nicht mehr kümmern müssen. Das bedeutet, dass die Gewächshäuser voll aufgefüllt werden, die Tiere voll versorgt werden und wir dann erst wieder Richtung Herbst oder sogar frühen Winter eine Verkaufsroute starten. Ne? Wir haben einiges zu tun. Ich habe hier schon mal Wasser aufgefüllt. Da muss ich euch auch was zeigen, ob das bei mir nur so ist. Jetzt fällt mir gerade auf, wir brauchen natürlich den Schäfer noch zum Abladen. Das war es natürlich mal wieder komplett. Aber das machen wir noch schnell. Den holen wir. Das dauert ja nicht lange. Nee, da wollen wir nicht hin. Da wollen wir nicht hin. Dann springen wir schnell in den hier. Keinen Job erstellen, bitte. Danke. Rein da. Und dann cruisen wir schnell los. Der fährt ja 30, da dauert das nicht so lang. Ja, und dann fahren wir das ab. Ja, also falls ihr mich mal auf Twitch besuchen wollt, jeden Montag und jeden Freitag ab 7 Uhr morgens bin ich auf Twitch live auf der Elm Creek im LS22. Und ja, ja auf twitch.tv/büro-16 mit UE. Und ja, da kämpfen wir gegen den riesen Schuldenberg. Aber bis jetzt schlagen wir uns, glaube ich, ganz gut. So, jetzt sind wir gleich am Hof. Ich bin mal gespannt, was die Olivenernte dieses Jahr sagt. Sie genauso ertragreich wird wie im ersten Jahr. Und dann natürlich, was der Output ist an Olivenöl. Ist ja das teuerste, hochpreisigste Olivenöl am Markt hier in dem Spiel. Apropos Markt. Auch ein cooles Feature, habt ihr bestimmt schon alle gesehen, aber ich muss euch zeigen. Wir haben jetzt bei den Preisen gehen wir mal zu Olivenöl zum Beispiel. Warum ist also das sind Oliven. Ich dachte schon, warum ist das so günstig? Wir haben hier einen Maxpreis und einen Minpreis angegeben und wissen ungefähr uff, ja, geil, ne? Also, das ist auch mal, das ist nochmal was, was ich richtig cool finde. Ne? Habt ihr bestimmt schon alle mitbekommen. So, jetzt sind wir wieder zurück zum Hof. Und wir fangen jetzt an, das zu entladen. Ja. Zumindest ein oder zwei Big Packs. Je nachdem, wie viel reinpasst, weil ich habe das immer noch nicht ganz verarbeitet, dass es jetzt ein Gesamtfüllvolumen gibt an Futtermitteln in den Ställen.
Und wenn die Kühe, die Rinder, ja, das war es nämlich schon, seht ihr? Da müssen sie erstmal. Also das ist was, da habe ich, das habe ich nicht verpennt einfach. So, dann stellen wir die hier hin. Zack. So. Das hätte ich jetzt gedacht, das geht irgendwie schneller. Weil wir brauchen den Fendt. Der Fendt wird heute eingesetzt auf dem Feld. Weil uns gehen die Maschinen aus. Und wir brauchen echt Kohle. Weil ich will ja weg von unseren Vertragslieferanten beim Gemüse, die uns 40% für die Dispo, also für den Abtransport, abziehen. Das will ich. Sag doch mal. Ja. Machen wir es halt so. Bisschen unkonventionell. Na, wo war ich? Auf jeden Fall will ich ein LKW anschaffen. Von Hot Sun. Vom Cargo Set. Cargo Set. Was auch immer, wie der Mod heißt. Wunderschön. Und würde dann die Sachen selbst verladen. Würde natürlich mir diese 40% Logistikpauschale natürlich selbst einverleiben. Das schmeckt da nämlich anders gut. Ist halt Arbeit. Aber wir können da auch viel zwischenlagern in dem LKW. Ohne dass es groß dann rumfliegt alles, ne? Das ist natürlich auch very nice. So, jetzt haben wir das abgeladen. Hoppala. Das war jetzt vom Blickwinkel nicht. Jetzt machen wir den aus. Den lassen wir hier einfach stehen. Achso, Wasser fahren wir noch schnell an die Kühe. An die Rinder. Da habe ich das Fässchen schon mal voll gemacht. Ja, der Landini ist auch wieder mal entstaubt worden. Dann fahren wir schnell eine Runde hier. Perfekt. Dann müssen wir nicht so lange drehen. So. Und dann legen wir los. So. Das war zu schnell. Na, jetzt. So, dann gucken wir mal kurz. Jawohl, läuft raus. Sehr gut. Die sind halt durchstehen. So, das. Ah, den müssen wir auch laufen lassen, sonst pumpt er nicht ab. Stimmt. Ich vergaß, der Farmer Andy. Sehr realistische Mods. I like them. I like them. So, gut. Okay, dann stellen wir den ab. Steigen wir dann in den Fendt. Also heute ist eine Menge los. Ihr merkt's. Ich hoffe, es kommt nicht zu alt gehetzt rüber. Aber. Im August ist halt Erntezeit, Vollgas, Marsch, ja. Und dadurch, dass wir jetzt den Fendt mit einbeziehen müssen, damit wir viele Sachen auf einmal machen können, ja, mussten wir halt jetzt die. Es ist halt wichtig, dass die Rinder nicht im Wert fallen, weil sie dann halt eklatanter Part sein werden, um Milchvieh anzuschaffen. Ne, der Plan war ja. Wir warten jetzt, bis sie sich die 4 Stück einmal reproduziert haben. Nehmen die alten 4 Stück raus, verkaufen die. Das sind ungefähr 12.000 Euro. Davon können wir Milchvieh kaufen. Gutes Milchvieh, was gleich Milch produziert. Packen das auch mit drauf. Ist doch toppi. Na? Dann nehmen wir auch, um es ein bisschen realistischer zu halten, keine Holsteinkühe. Sondern ich glaube, Swiss Brown heißen die. Die vertragen es auch draußen zu stehen. Ne? Wir sind ja hier in Südfrankreich, da wird es ja im Winter nicht ganz so kalt. So, jetzt hängen wir die Erntemaschine hier hinten dran. Nur weil wir auf Raps natürlich ansehen wollen. Ja, ist doch alles easy. So. Aber den. Das schafft er locker flockig. So, und dann schicken wir den mal los.
zum Ende der Folge schicken wir alle los. Vertrag checken, ernten, Sorghum hier, nee, Quatsch, ansehen, auf Feld 48, das ist hinten an den Bahngleisen. Das ist nämlich hier. Hier, ach, das ist das Riesending, ups. Ja, da wird er einiges zu tun haben. Den schicken wir erstmal hier hin. Nicht erreichbar. Verstehe ich nicht, Ziel setzen. Dann setzen wir ihn halt hier hin. Fährt er los. Sehr gut. Kümmere ich mich gleich drum. So. Dann in den 7R. Der muss erstmal aussteigen hier. Lassen wir mal die Chloe fahren. Ja, wir haben ja hier auch dann doch noch Betriebshelfer. Man hilft sich ja aus in der Nachbarschaft. Na, so ist es ja nicht. So ist es ja nicht. Jetzt checken wir hier nochmal. Grubbern auf der 19. Ab geht's. 19 müsste hier oben sein. Ja, ist auch ganz schön ein großes Feld. Den schicken wir hier hoch. Auch gut. Der sollte sich auch auf den Weg machen. Und den Ernte auf die 46. So, der Kowalski, für die wissen, was ich meine, auf Instagram oder auf TikTok unterwegs waren, die wissen, wer Kowalski ist. Der trinkt gern mal ein. So, jetzt ist die Frage, machen wir hier, da laden wir auf. Das ist halt leider blöd, dass das da immer ein bisschen einfach verkehrt rum gespawnt wird. Müssen wir auch wieder aussteigen. Haben wir noch ein Kabel? Bestimmt. Für die Lichter alleine. Ja, perfekt. So, wo geht's raus? So, dann müssen wir... Ein schöner New Holland, ne? CH77. Da geht was. Stellen wir das mal hier hin. Genau. Der erste wird schon blockiert, auch gut. Und blockiert und blockiert. Ist okay. Ist nicht schlimm. Wo bist du denn? My friend. Bist du I? Oder wo ist der andere? Nee, das ist er. Du bist doch schon zu Hause, ist doch okay. Ziel nicht erreichbar, ist okay. Du stehst genau da, wo du sein sollst. Hast alles richtig gemacht. Hast alles richtig gemacht. So. Dann rein da. Schicken wir das noch los. Das machen wir noch. Auf jeden Fall. Sehr gut. Dann schicken wir den noch los und den Traktor fahren wir nach. Beziehungsweise der Traktor kommt mit dem Vanilla-Helfer, glaube ich, besser klar. Dann fahren wir den. Geh es auch schon oben. Das ging ja jetzt alles ganz schön fix. Freut mich. Und angekoppelt. Quatsch. Sehr schön. Und der muss wohin nochmal? 46, stimmt. Ziel setzen. Hoffentlich schaffst du es bis hierhin. Scheint so. Gut. Dann würde ich gern in das Fahrzeug einsteigen. Und würde mal sagen, wir haben
viel angestoßen, diese Folge. Die hat auch ein bisschen Überlänge. Nichtsdestotrotz, im August nochmal voll reinhasseln, auf den Nachbarnfeldern Kohle sammeln für geplante Investitionen. Und dann geht's ab auf unsere eigenen Plantagen. Diese Woche oder vielleicht nächste Woche, je nachdem, wie wir jetzt durchkommen mit den Aufträgen. Und wenn's euch bis jetzt gefallen hat, bis hierhin, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt einen netten Kommentar. Freue ich mich sehr drüber. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.